Hi, ich bin Amelie und ich bin heute bei Diffus und beantworte ein paar Fragen. Ja, also ich habe ja diese Krone gewonnen, womit ich ja erstmal überhaupt gar nicht gerechnet habe. Und ehrlich gesagt war das auch nie so richtig mein Plan, Musik zu machen. Jetzt kann ich mir gar nichts anderes mehr so richtig vorstellen. Ja, das hat richtig viel ins Rollen gebracht. Also natürlich, weil ich halt einfach im Radio auf einmal lief und dadurch halt einfach Leute mich kannten und dann halt von der Krone und ich dann Supports gespielt habe und es alles mega schnell ging und voll krass. Ich habe total viel gelernt, musste auch total viel lernen, weil ich da halt wirklich wie so ins Haifischbecken geworfen wurde. Also ich bin jetzt gar nicht so der krank extrovertierte Mensch, der jetzt auf die großen Bühnen will. Und da muss man es halt erstmal lernen, auf so einer Bühne zu stehen. Und vor allem als Support, weil du halt auf eine Bühne kommst und die Hälfte der Leute interessiert es einfach nicht. Ja, safe war ich unsicher. Also auf jeden Fall, ich glaube, es ist auch normal. Aber ja, also mittlerweile kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall krass an Selbstbewusstsein so gewonnen habe und jetzt halt genau weiß, was ich für eine Musik machen möchte, was ich so vermitteln möchte. Und mir macht es Spaß, einfach auf der Bühne zu stehen. Scheint so, als könnte ich es gut verbergen, aber innerlich sieht es dann noch anders aus. Also bei Wings, das war ja so voll der Anfang und da habe ich einfach irgendwas gemacht, gefühlt. So, ich muss halt noch ein bisschen was lernen und jetzt bei der Pulling Punches EP habe ich halt viel genauere Vorstellungen gehabt und so eine eigene Vision und auch mit einem bisschen mehr Wissen, was so Produzieren angeht und so und habe versucht, mir das auch so ein Ticken selber beizubringen. Also am Anfang habe ich viel mehr so auf Beats geschrieben. Ein Unterschied, den ich gemerkt habe, ist, dass wenn man auf Beats schreibt, beziehungsweise so Vocals auch so einzeln aufnimmt und so, dann lässt man viel weniger Zeit für Atmen. Und wenn du an einem Klavier schreibst, dann machst du es halt automatisch, dass du halt das mit einplanst, zu atmen. Also Pulling Punches ist schon relativ alt. Das war so einer der ersten Songs auch, die ich so geschrieben habe. Also vor 2 Jahren oder so. In dem Song geht es um eine sehr toxische Beziehung. Also es ist so ein bisschen wie so eine Story. Dieses Pulling Punches heißt ja so was wie Schläge zurückhalten. Das ist halt so ein bisschen metaphorisch gemeint. Also quasi so, ich halte jetzt diese Schläge nicht mehr zurück, sondern wehr mich. Also Alone in the Rain geht es auch um sowas wie eine toxische Beziehung, aber noch ein bisschen trauriger. Also da geht es halt um so eine große Enttäuschung, dass man halt durch die Dämonen, die eigentlich der andere trägt, die man selber spürt und man dadurch also voll hilflos ist und alleine im Regen steht. Ja, ich glaube, vor ein paar Tagen noch so eine mega cute Nachricht bekommen von so einem Girl, die halt geschrieben hat, dass sie sich gerade, die kam aus England oder so, und dass sie ihr Freund sich gerade von ihr getrennt hat und so, und sie mega traurig ist und ihre Songs ihr aber voll, meine Songs ihr voll helfen. Das ist krass, irgendwie sowas zu hören. Also ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber es ist immer wieder irgendwie krass, also voll schön. Ja, also es war nie jetzt so auf Deutschland beschränkt. Also ich habe so oder so mir jetzt gar nicht so mega viel gedacht oder mir jetzt so die krassen Ziele gesetzt. Ich bin halt einfach irgendwie so mit dem Flow gegangen. So. Finde es aber mega gut, dass es halt international auch funktioniert. Wie gesagt, also ich bin gar nicht so, dass ich mir jetzt so die krassen Ziele so setze. Ich gehe einfach irgendwie so, wie es so kommt. Ich habe schon Bock, auch ein Album zu machen. Und das passiert dann, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Ich habe einfach Bock, immer mehr noch Musik zu machen und noch besser zu werden.